Salve, adesso con gli occhiali da sole li toglierò anche ogni tanto, ich werde die auch ab und zu wegtun, aber c'è il sole, sto qua in Spagna e il sole mi dà un po' fastidio, quindi perdonatemi che devo portare gli occhiali da sole. Also entschuldigt bitte, aber die Sonne ist wirklich anstrengend für meine Augen, deswegen muss ich jetzt teilweise Sonnenbrille tragen. Ich hoffe, das stört euch nicht. Aber wir haben gedacht, lernen mit Meeresrauschen im Hintergrund ist doch viel wichtiger. Da können wir dann schon mal ein paar Abstriche machen. Okay, das ist jetzt ein Video. Da geht es wieder darum, Sätze bilden. Glaube ich, das ist jetzt das dritte und heute mal auf eine andere Art und Weise, aber es geht immer darum, dass ich mit diesen Übungen hier in dieser Reihe dir helfen will, wie du selber Sätze produzieren kannst. Ja, also nicht immer vorgekaut, ja, und sehr auch schön, ist ja auch nicht cool, ja, so vorgekautes Essen. Ja, das ist wie bei der vorgekauten Sprache, ist dasselbe. Also, dass du einfach, übrigens mein Arm, ich halte hier das, die Kamera so, das heißt also, alles ein bisschen schief heute, con gli occhiali da sole, aber ich hoffe, die Übung wird anständig. So, und zwar, jetzt machen wir mal ganz, ganz schnell von, ein paar Vorkenntnisse solltest du haben, das heißt, du solltest die Formen, die Konjugation kennen, von avere, von haben, fare, machen, andare, gehen, machen wir gleich mit andare. Gehen. Sag mir mal, ich gehe. Vado, du gehst. Vai, er geht. Va, und wir gehen. Andiamo. So, ich, auch wenn ich das jetzt mit dir so oder so vorgestellt habe, vado, vai, va, andiamo, dann wirst du jetzt erstmal fragen, wo ist da jetzt halt die Ihr-Form und die Sie-Pluralform? Die lasse ich jetzt mal weg, die ist nicht so wichtig. Ja, das Wichtigste ist, du wirst da wahrscheinlich eher in der Ich- und Du-Form über deine Frau, Mann sprechen, in der RCS-Form oder wir, ja, was wollen wir machen? Okay, quindi, vado, vai, va, andiamo. Auch wenn ich das jetzt so mache, bitte lernt nicht so auswendig diese Tabellen. Ja? Da werde ich euch auch noch mal ein Video machen, wie man das vermeiden kann. Aber letztendlich, vado heißt ich gehe. Wie sagst du dann, ich gehe nach Hause? Vado a casa. Aber was heißt ich will? Voglio. Ah, und wie sagst du dann, ich will nach Hause gehen? Voglio andare a casa. Was heißt du gehst? Vai. Was heißt gehst du? Vai. Ja? Wohin gehst du? Dove vai. Und wohin, was heißt willst du? Vuoi. Also frag mal, wohin willst du gehen? Dove vuoi andare. Was ist denn die Grundform von gehen? Andare, ja, ich kann gehen. Posso andare, ich kann nach Hause gehen. Posso andare a casa, ich kann jetzt nach Hause gehen. Oder kann ich jetzt nach Hause gehen? Posso andare a casa adesso. Hm? Jetzt muss ich mal ein bisschen meinen Arm wechseln, ja. Ein bisschen anstrengend hier, wenn wir mit einem haben. Okay. E continuamo. Ja? Va. Va ist das nächste. Er, sie, es geht. Dann frag doch mal, wohin geht er? Den Finger weg, Michele. Ecco. Also, wohin geht er? Dove va? Wohin geht sie? Dove va? Du siehst eine Person. Wohin gehen sie? Dove va? Und was heißt, ich will? Voglio. Du willst? Vuoi. Aber was heißt er, sie, es will oder die Sitzform? Ja, vuole. Ja, ich habe noch keinen Sonnenstich, also
So weit ist es noch nicht. Das war, eigentlich sollte das eine Hilfe sein. Wole. Ja? Also, dove va, wohin geht er? Aber wohin will er gehen? Dove vuole andare? Hey, wohin will der heute Abend hingehen? Dove vuole andare stasera? Ah, gli occhiali da sole. Mal wieder. Ah, okay, va bene. Dove vuole andare? Übrigens, diese Übung, vielleicht hast du es schon gespürt, gemerkt, geht ja so, dass ich dich hinbringe auf dove vuole andare. Und auch wenn im Deutschen dann, wohin will er heute Abend hingehen oder so, ja? Nicht dove stasera. Bleibt in dieser Reihenfolge der italienischen. Dove vuole andare stasera. Domani. Hm? Okay, was heißt wir gehen? Andiamo. Wir gehen zum Essen. Andiamo a mangiare. Wohin gehen wir zum Essen? Ich lasse die jetzt mal drauf, ja. In die Spiace. Ich finde das eigentlich nicht cool, mit Sonnenbrille ein Video zu machen, aber che posso fare? Eh? Perché a me il mare, questo il panorama è molto più interessante e quindi dovete accettare questo tizio, diesen Typen con gli occhiali da sole che insegna. Ma dove siamo? Ok. Dove andiamo? Oder nein, was wollt ihr? Andiamo. Andiamo a mangiare. Jetzt halt. Wir gehen essen. Na, frag mal, wohin gehen wir zum Essen? Wohin ist wie wo? Dove andiamo a mangiare? Wohin gehen wir denn heute Abend zum Essen? Dove andiamo a mangiare stasera? So, was heißt wir wollen? Vogliamo. Was heißt wir wollen gehen? Vogliamo andare. Und jetzt der ganze Satz, die ganze Frage. Wohin wollen wir heute Abend zum Essen gehen? Ist das ein schöner langer Satz, und den du jetzt auf Italienisch übersetzen kannst? Dove vogliamo andare a mangiare stasera? Mach's noch einmal in einem Atemzug. Dove vogliamo andare a mangiare stasera? Ach, das hört sich doch gut an. Tu nicht so, Michele, du hörst doch nichts. Doch. La telepatia funziona. Bin ich der Meinung. Okay. Va bene. Machen wir noch zwei, drei Übungen in dieser Richtung und das gebe ich dir dann auch mit auf den Weg. Da habe ich ja auch erst neulich ein Video hochgeladen. Italienisch lernen in den Alltag integrieren. Das wäre zum Beispiel auch. Das wäre so eine Übung, ja. Vado, vai, va, andiamo, dann voglio andare, vuole andare, etc., etc. Was heißt machen? Machen, tun. Machen. 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 Ah, was? Machen. Fare. Okay. Was heißt ich mache? Faccio. Du machst? Fai. Aha. Was heißt er ist? Und was heißt wir gehen? Und was heißt er will? Was ist das jetzt, Michele? Nein, das erinnert mich jetzt gerade. Ich habe mal einen berühmten Fußballspieler als Kunden gehabt. Der musste bei mir Deutsch lernen. Und dann ging es um die Konjugation. Ja? Und irgendwie kam der mit ich habe, du hast, er hat. Ja? Das hat er nicht so eingrenzen können. Der hat es dann immer gemixt mit ich habe, du kannst, er will, wir essen. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, stopp, das sind zwei verschiedene Wörter, das war schon klar. Und habe ich gesagt, ich sage jetzt nicht, wie der Fußballspieler heißt, er hat jedenfalls eine andere Sprache gesprochen. Und dann habe ich gesagt, konjugier doch mal in deiner Sprache das Wort gehen. Und dann ist genau das rausgekommen. Ich gehe, du machst, er hat, wir sind. Okay, also sowas machen wir natürlich nicht. Wir sind jetzt bei fare, faccio. Ja, auch wenn das ein unregelmäßiges Verb ist, ja, fai, fa, facciamo, aber ein bisschen bleibt gleich, und zwar fa, fare, ja, also wenn du faccio, fai, und was heißt er macht, dann denk nicht an vuole oder a, sondern es muss immer mit f sein, fa, und wir machen, fiamo, fiamo nicht facciamo, okay,
Okay, Michele, sehr witzig. Diesen Fehler macht doch kein Mensch. Ach, hast du eine Ahnung, was ich schon alles gehört habe. Ja? Weil ich muss sagen, ihr seid echt kreativ mit mir. Ja, also ein paar Schoten, ein paar Lacher habt ihr fabriziert ihr schon. Aber wie sage ich immer, ridere fa bene, soprattutto quando si studia. Lachen ist immer gut, vor allem wenn man lernt. Okay, faccio, fai, fa, facciamo. Also, wie sagst du dann, was mache ich? Cosa faccio? Was soll ich machen? Ist dasselbe? Cosa faccio? Was soll ich jetzt machen? Cosa faccio adesso? Was heißt, ich kann? Posso. Ich kann machen. Posso fare. Was kann ich machen? Cosa posso fare? Was kann ich jetzt machen? Cosa posso fare adesso? Okay, wieder mal tauschen. Okay. Va bene. Togli il dito, Michele, ma non è così facile. Ah, ist ja nicht so leicht, diesen Ding. Aber ich weiß, ihr seid anspruchsvoll. Va bene. Ist ja auch gut. So gehört sich das ja auch. Ihr wollt ja gescheit lernen. Das war ein schönes Bayerisch, ja? Ja, das kann ich auch. Ein bisschen. Va bene. Faccio, fai, fa, facciamo. Cosa posso fare adesso? Was heißt, du machst? Fai, was machst du? Cosa fai? Was machst du heute Abend? Cosa fai stasera? Was heißt, du willst? Vuoi. Was willst du machen? Cosa vuoi fare? Was kannst du machen? Cosa puoi fare? Was musst du machen? Cosa devi fare? Also wenn du jetzt sagst, oh, stopp, Michele, das ist aber ganz schön schnell und diese Formen. Zu Beginn des Videos habe ich gesagt, ein paar Vorkenntnisse solltest du haben, solltest du die noch nicht haben. Es gibt in meiner Playlist Italienisch lernen für Anfänger Deutsch, Videos für die Konjugation, um diese Verben zu lernen, können, machen, müssen und so weiter und so fort. Okay, allora, cosa vuoi fare? Was willst du machen? Was willst du morgen machen? Cosa vuoi fare domani? Okay. Er macht. Fa. Was macht er? Cosa fa? Was macht denn der mit deinem Auto? Cosa fa con la tua macchina? Okay, er macht. Was heißt er, sie, es kann? Schöner Kaugummi. Puo. Er, sie, es kann. Was kann er machen? Cosa può fare? Was kann er für mich machen? Muss man auch mal wissen. Was hat denn der zu bieten überhaupt? Cosa può fare per me? Wir machen. Facciamo. Was machen wir? Cosa facciamo? Was machen wir im Urlaub? Im Urlaub in Vacanza, das schenke ich dir jetzt mal. Cosa facciamo in Vacanza? Was heißt wir wollen? Vogliamo. Wir wollen machen. Vogliamo fare. Was wollen wir machen? Cosa vogliamo fare? Was wollen wir im Urlaub machen? Cosa vogliamo fare in Vacanza? Jetzt setzen wir noch einmal einen drauf. Was wollen wir im Urlaub nächstes Jahr machen? Bleib in dieser Reihenfolge bisher im Italienischen. Denk auf Italienisch. Via il dito, Michele. Denk auf Italienisch, nicht auf Deutsch. Also ich sage nochmal, cosa vogliamo fare in Vacanza? Was wollen wir im Urlaub machen? Was wollen wir nächstes Jahr im Urlaub machen? Cosa vogliamo fare in Vacanza? L'anno prossimo. Ja, auch mal wieder ein kürzeres Video. Ja, ich weiß, also einmal vielen Dank. Viele haben mir geschrieben, dass diese kurzen, diese langen Videos euch nicht stören, weil ihr so gerne bei mir bleibt, bei mir seid. Das ist natürlich
un grande complimento, veramente, mi fa molto piacere. Aber ab und zu haben wir jetzt gedacht, muss ich mal wieder kurze Videos machen, einfach kurze Übungen, Morgensport, ja, okay, und so, dass ich in dieser Reihe mehrere Videos mache. Ich hoffe, euch hat es gefallen, nehmt es bitte mit, das als tägliche Übung. Einmal, die Formen ich, du, er, sie, es und wir sind wichtig. Und erst wenn du die kannst, solltest du dich um die ihr-Form und die sie-Pluralform kümmern. Ja, oder du reduzierst es nochmal, dich interessiert nur die ich, du und wir Form. Das ist mal wichtig. Und dann das andere ist, du kannst natürlich, wenn du faccio, ich mache oder fai, du machst, kannst du natürlich mit den Zauberwörtern können, müssen, wollen schön arbeiten. Na, cosa vuoi fare? Cosa devi fare? Cosa puoi fare? Okay, questo è tutto. Ciao, alla prossima.